Corona, Flutkatastrophen und die Hilfe von Geflüchteten sind wichtige Aufgaben, die der DRK-Kreisverband Nürtingen-Kirchheim in den letzten Jahren zusätzlich enorm Aufwand gekostet hat. Jedoch musste der Kreisverband außerdem feststellen, dass die Unterstützung in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen ist. So hat der DRK-Kreisverband Nürtingen-Kirchheim bei einer Veranstaltung auf die Probleme aufmerksam gemacht und ist näher auf diese eingegangen. Präsident Simon Blessing spricht von einer multiplen Krisenlage. Wir haben seit 2015 wohlgemerkt, ging es los mit der Syrien-Krise und den flüchtenden Personen, die nach Deutschland gekommen sind. Dann hat man das einigermaßen in den Griff bekommen. Dann ging es schon weiter mit der Corona-Pandemie, wo uns allen viel abverlangt hat. Und weitergehend jetzt mit der Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg, Ukraine-Krise, viele flüchtende Personen, viele flüchtende Menschen, die bei uns in den Kommunen im Kreis aufschlagen. Und das erfordert natürlich viel Arbeit im Ehrenamt. Nicht nur finanziell, sondern auch personell musste in den letzten Jahren ein Rückgang verzeichnet werden. Durch den Wegfall des Zivildienstes zieht es zudem immer weniger Helfer zum DRK. Ehrenamtliche Helfer fehlen nicht nur im medizinischen Bereich, wie Kreisbereitschaftsleiter Andreas Schober erklärt. Nein, ich sage immer, wir vom Roten Kreuz haben so viele verschiedene Aufgaben. Ob es in der Öffentlichkeitsarbeit ist, wie bei Ihnen, ob es im Betreuungsdienst ist, ob es bei der psychosozialen Nachsorge ist, ob es bei den Rettungshunden ist, auch in den einzelnen Gliederungen, bei EDV, Homepages. Wir haben so viele Aufgaben für Helfer, die uns wirklich hier unterstützen können, dass ich keine Sorge haben muss, wenn mich jetzt der Sanitätsdienst sozusagen nicht interessiert, diese, sage jetzt mal, Blaulichtfraktion nicht interessiert. Wir würden uns freuen, wenn dieses junge Mädchen dann gerne zu uns kommen würde. Wir würden sicherlich einen Platz für sie finden. Die Kosten spielen beim DRK-Kreisverband Nürtingen-Kirchheim eine enorm wichtige Rolle. Die Spendenbereitschaft hat in den letzten Jahren stark abgenommen. Und das sowohl finanziell als auch materiell. Für das Ehrenamt entstehen im Jahr Kosten von ungefähr 300.000 Euro. Diese Kosten haben mit dem Rettungsdienst nichts gemeinsam, erklärt Kreisgeschäftsführer Raphael Dölker. Das Thema ist, dass wir das ehrenamtliche Engagement und die ehrenamtliche Arbeit ausschließlich über Spenden und Fördermittel finanzieren. Und in den anderen Bereichen, wie beispielsweise im Rettungsdienst, sind wir hauptamtlich unterwegs. Hier werden die Kosten durch die gesetzlichen Krankenkassen getragen. Und ja, so ein Rettungswagen kostet je nachdem mal zwischen 600 und 1000 Euro. Aber da bleibt kein Geld beim DRK hängen, weil die Notfallrettung im Land budgetiert ist. Das heißt, sollten wir mal mehr Geld einnehmen, dann bezahlen wir das an die Krankenkassen zurück. Und somit können wir keine Quersubventionierung für ehrenamtliches Engagement betreiben. Darum appelliert er an die Bevölkerung. Ich würde die Bürger bitten, dem Ehrenamt die finanziellen Möglichkeiten zu geben durch eine Fördermitgliedschaft, die auch mit einem kleinen Betrag von 25 Euro pro Jahr bei uns möglich ist, damit die engagierten Helfer auch weiterhin ihre Ausbildung betreiben können, dass wir die entsprechende Ausrüstung vorhalten können, damit das Engagement, wenn es denn von uns abgefordert wird, auch geleistet werden kann. Durch Spenden kann das Ehrenamt sowie die ehrenamtlichen Einrichtungen des DRK weiter betrieben und dort geholfen werden, wo die Hilfe am dringendsten benötigt wird.